So, grüß denk. Heute möchte ich wieder einmal ein wenig über verschiedene Sachen reden, hirnbatzelmäßig. Über so aktuelle Dinge, da magst du oft gar nicht mehr reden, weil da meinst wirklich lauter Narren sitzen in der Regierung. Und wahrscheinlich liegt man da nicht weiter neben. Das Neueste ist so, dass der Wirtschafts- und Umweltminister Habeck Müllverbrennung als regenerative Geschichte einstufen möchte. Bis jetzt haben wir aber einen Mülltrend und haben versucht, möglichst gar keinen zu machen. Jetzt werden wir wahrscheinlich aufgefordert, möglichst viel Müll zu produzieren und das dann als Rohstoff für Müllverbrennungsanlagen hernehmen. Gleichzeitig wollen wir Holzheizungen und Gasheizungen abschaffen. Also du meinst wirklich, es sind lauter Narren da vorne dran. Und die EU tut sowieso auch mit. Also ich weiß nicht, ob es jemals ein narrisches Land geben hat, eine narrischere Welt als wir heute. Aber über was ich reden wollte, ist der Begriff Entfremdung. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Mir hat der mittlere und der alte Karl Marx eher nicht erreicht. Der Junge mit seinen Schriften über Entfremdung, über entfremdete Arbeit, sehr stark. Ich habe das schon immer gespürt, habe aber keinen Begriff dafür gehabt. Denn mir war klar, dass eine sinnvolle Arbeit der Schlüssel zu einem sinnvollen Leben, zu einem zufriedenen und glücklichen Leben ist. Denn wer nur arbeitet, um ein Tauschmittel dafür zu kriegen, das ist auch wirklich eine arme Sau. Denn er vergeudet die meiste Zeit seines Lebens für eine Tätigkeit, die ihm vielleicht gar nicht zusagt und die vielleicht sogar überhaupt niemand nutzt. Heute sagt man, dass jeder zweite Job sinnlos ist. Dass, naja, der Brzezinski da, der frühere Präsidentenberater von den USA, der hat da 1995 schon gesagt, in seinem Titetainment, seine Theorien da, dass man mit 20% der Menschheit den Laden am Laufen halten kann. Die 80% sind eigentlich überflüssig. Ich nehme an, deswegen bemühen sie sich auch so, aus dem Ausrotten der Menschheit mit ihren Giftspritzen und mit Krieg und was so ist, chemische Trails in der Luft und vergiftete Lebensmittel und was so ist er so machen und auch mit der ganzen Gender-Ideologie. Denn wer mag dann heute noch Kinder kriegen, wenn er sexuell nicht weiß, wo er überhaupt hingehört, ist an dieser Basis für eine Familie unmöglich. Aber wo war ich ja bei den 80% überflüssigen Leid laut dem Juden Brzezinski. Und das mit den 50%, dass 50% der Leute unsinnige Arbeit machen, die natürlich dann auch keinen Spaß machen kann. Selbst Handwerker, wenn du schaust, die überlegen sich zweimal, ob sie einen Ziegelstein aufhebt. Zumindest hat man manchmal den Eindruck. Sie kommen sich grundsätzlich betrogen vor, denn sie sehen die Büroleute, die dann Kaffee trinken und kriegen dann mehr Zeit wie sie. Und sie sollen draußen selbst da. Da ist dann kein Wunder, wenn sie Dienst nach Vorschrift machen und eher nichts tun, wenn keiner zuschaut. Naja, aber Entfremdung, der Begriff selber scheint mir ein wenig verunglückt zu sein, denn Ent heißt da für mich eigentlich das Gegenteil von dem, was
ausdrücken sollte. Entfremden ist eigentlich nach meinem Sprachverständnis das Nicht-Fremdmachen. Aber im marxischen Sinn ist immer eine entfremdete Arbeit. Das ist eigentlich ein Widerspruch nach meinem Verständnis. Und was ist eine entfremdete Arbeit? Das ist eine Arbeit, deren Ziele man nicht bestimmen kann, deren Sinn man nicht einsieht unter Umständen, der die Arbeit in viele Teilchen gliedert, sodass man nicht das ganze Produkt herstellt oder gar vielleicht gar nicht übersieht, zum Schluss gar nicht weiß, für was dies nutzen sollte, was man da produziert oder verwaltet. Und das ist eine entfremdete Arbeit. Und vor allem, wenn man es gerade macht, nicht wegen der Arbeit an sich, weil diese Arbeit nötig und sinnvoll war und es einen drängt, die Arbeit zu machen, was gemacht werden muss, sondern wer nur arbeitet, um Geld dafür zu kriegen. Er macht sich damit zur Ware, der Mensch, und verkauft sich praktisch, er prostituiert sich und kriegt also wirklich nur eine Ware zurück als Tauschmittel, das Geld. Mit dem wiederum versucht er sich das zum Kaufen, was ihn überleben lässt und was ihn vielleicht ein bisschen glücklich macht. Aber man, glaube ich, sieht dann bald auch, dass das eigentlich so nicht funktionieren kann. Wenn ich täglich 8 Stunden in die Arbeit gehe, vielleicht nur 1-2 Stunden Anfahrt habe und etwas Unsinniges mache, also das ist ja mehr als ein Drittel des Tages, wenn du den Schlaf nur wegrechnest, ist mehr als die Hälfte deiner bewussten Zeit, die man für ihre Arbeit verbringt, die man nur macht, um sich zu prostituieren, um ein Tauschmittel zu kriegen. Man macht sich selber zur Ware und kriegt eine Ware dafür. Also das sind die marxischen Gedanken, so wie es bei mir hängen geblieben sind. Und ich hoffe, dass ich es einigermaßen richtig wiedergegeben habe. Mein Tipp an junge Leute, sucht eine Arbeit, die einen Sinn hat. Und die es einigermaßen gern macht. Und das ist halt meistens eine Arbeit, mit der man jemandem hilft, die etwas schafft, also handwerkliche Arbeiten, dann Betreuungsarbeiten, als Lehrer, auch als Verwalter durchaus. Wenn ich was Sinnvolles verwalte und die Verwaltung nicht nur verwende, um die Leute zum Schikanieren, dann ist das auch was Vernünftiges. Weil es wird jeder eine andere Antwort drauf haben, was für ihn vernünftig ist und was für ihn eine nicht entfremdete Arbeit ist. Auf jeden Fall, wer so eine Arbeit findet, der kann sich also glücklich schätzen. Und für den wird die Entlohnung zweitrangig werden. Immerhin. Bestimmte Dinge braucht er und herschenken tut es ja nicht. Aber der Sinn der Arbeit entscheidet über das ganze Leben. Deshalb überlegt sich dreimal, was machen wollt und ein bisschen mehr Geld für eine tägliche Pendlerei irgendwo hin, sollte man sich auch überlegen, denn damit tut man es in der Regel auch nichts Gutes. Zumindest sollte man es nur eine begrenzte Zeit machen, manchmal kann man es nicht vermeiden. Das Leben ist hirt und die Verhältnisse sind unvernünftig. Auf jeden Fall sollte man schauen, eine Arbeit zu machen, die die Maschinen so schnell nicht ersetzen können. Und der Brezinski nicht gemeint hat mit den 80%. Schau, dass du Arbeit machst, die man die 20% der Menschheit braucht. Dringend braucht. Handwerker in jeder Hinsicht, im Bauern, auch wenn so viel maschinisiert ist. Aber vor allem Altstadt
Erneuerung. Da braucht man so viele Handwerker, gute Handwerker, die wirklich noch was können. Das kann nur mein Tipp sein. Und hoffen wir es, dass das jemanden dazu bringt, darüber nachzudenken. Also, viel Dank.